16. März, herzlich willkommen wieder zu meiner Sendung aus dem Bundestag. Und es ist Sitzungswoche, das heißt, alle Abgeordneten sitzen wieder im Bundestag und arbeiten eifrig. Und eingeladen habe ich heute den CDU-Abgeordneten von Tempelhof-Schönefeld, nein, umgekehrt, nicht ja. Schöneberg, so ist Tempelhof. Es. Wie komme ich immer auf Schönefeld, weil ich Tempelhof irgendwie mit dem Flughafen verbinde? Den einen gibt es nicht mehr und der andere funktioniert noch nicht. Da arbeiten wir dran, dass es besser wird. Dr. Jan Marko Lucak und er ist, wie gesagt, für die CDU im Bundestag. Was liegt an diese Woche bei Ihnen? Ist das eine harte Woche oder ist das schon so vorösterlich ein bisschen ausklingt? Nein, es ist schon wie in jeder Sitzungswoche, dass man unheimlich viele Themen hat. Also bei mir speziell in meinem Themenfeld an Rechts- und Innenpolitik ist auch, glaube ich, eine ganz spannende Woche. Also wir haben in der letzten Sitzungswoche ja die Mietpreisbremse beschlossen. Da gibt es jetzt natürlich viele Anfragen. Wie wirkt sich das jetzt bei mir aus? Wir werden jetzt am Mittwoch im Berliner Abgeordnetenhaus über diese Fragen diskutieren. Da gibt es eine Veranstaltung unserer Fraktion. Sagen Sie denn Ihren Wählern? Ja, funktioniert also, das jetzt? Ihr müsst nicht mehr damit rechnen, dass die Mieten steigen? Oder wie ist das? Naja, also das Konzept der Mietpreisbremse sieht ja vor, dass man maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete zukünftig noch nehmen darf. Insofern wird das schon in vielen Bereichen auch einen dämpfenden Effekt haben. Das finde ich gut und richtig. Wir haben das als Union bei uns ja auch in unserem Wahlprogramm auch gehabt. Und speziell bei mir ist es so, ich bin ja Berliner Abgeordneter mit einem Wahlkreis, der jedenfalls im Schöneberger Teil wirklich auch dieses Problem steigender Mieten hat. Und ich habe immer gesagt, ich fühle mich selbstverständlich auch meinen Wählern verpflichtet. Und ich kenne eben aus meinem privaten Freundeskreis, aus dem Familienkreis viele Menschen, die wirklich Probleme hatten, ihre Miete noch zu bezahlen. Insofern ist die Mietpreisbremse ein gutes Instrument, was kurzfristig wirken kann. Für uns war als Union aber immer wichtig, und da habe ich als derjenige, der das immer verhandelt hat für uns, darauf geachtet, dass wir jetzt nicht nur an den Symptomen herumdoktern, sondern dass wir wirklich an die Ursachen herangehen. Wieso steigen denn eigentlich die Mieten? Und da war immer klar für uns, wir müssen etwas tun, dass wir mehr Wohnungsbau haben in Berlin und an anderen Orten, wo wir dieses Problem haben. Und deswegen haben wir bei der Ausgestaltung immer sehr darauf geachtet, dass diese Mietpreisbremse nicht zu einer Investitionsbremse wird, sondern auch langfristig, nachhaltig auch Planungssicherheit gewährleistet ist, dass die Leute einfach auch noch Geld in die Hand nehmen und in Wohnungsneubau investieren. Aber Ihr Wahlkreis ist ja Tempelhof. Da ist ja nun gerade verhindert worden, dass neue Wohnungen gebaut werden, dank oder trotz oder wegen Volkes Willen. Nun sagt der regierende Bürgermeister, SPD, fängt aber wieder an, etwas zu sagen, was viele doch aufhorchen lässt. Es könnte ja doch sein, dass wir da Wohnungen bauen. Was bewegt sich denn da? Also die Frage Tempelhof, wie Sie wissen, ich habe das persönlich auch anders gesehen und die Große Koalition in Berlin hat sich ja dafür eingesetzt, dass man dort ermöglicht, am Rand des Flugfeldes zu bauen. Das war natürlich eine schwierige Ausgangslage, weil die Menschen, glaube ich, sehr stark das mit verbunden haben, dass man dort die zentrale Landesbibliothek bauen wollte. Es stand ja nie im Raum, das gesamte Flugfeld zu bebauen, sondern wir haben immer gesagt, selbstverständlich, das wird als Freizeit- und Erholungsfläche behalten, sondern es ging wirklich nur darum, am Rand. Das ist aber ja auch abgelehnt worden. Das ist auch abgelehnt worden, was ich persönlich bedauere. Das ist so ein bisschen die Mentalität. Aber jetzt versucht der regierende Bürgermeister da doch wieder einen Weg zu finden, nicht? Habe ich so einen Eindruck. Ja, also ich glaube, die Berliner Bevölkerung hat sich klar und eindeutig da positioniert. Ich finde, das muss man auch respektieren. Das ist ganz klar. Aber die Frage, wo können wir Wohnungen bauen? Wie können wir bezahlbaren Wohnraum schaffen? Die stellt sich natürlich für Berlin. Und wir erleben das ja nicht nur am Flugfeld, sondern an vielen kleinen Stellen, wo dann 100 Wohnungen, 200 Wohnungen realisiert werden sollen, wo wir Freiflächen haben. Da bilden sich vor Ort Bürgerinitiativen, die sagen, das wollen wir hier nicht, das wollen wir so nicht, das wollen wir nicht in diesem Umfang. Mit den Menschen muss man sprechen. Da gibt es viele, viele Ängste, Sorgen, die man auch ernst nehmen muss. Aber unter dem Strich muss klar sein, wir brauchen den Bau von neuen Wohnungen, wenn wir hier in Zukunft bezahlbar wohnen möchten. Und das ist etwas, was gesamtgesellschaftlich notwendig ist. Und da ist auch die Politik gefragt, auch zur Not eben auch klar zu sagen, dass wir diesen Wohnungsneubau auch benötigen. Was mich aber immer stutzig macht, ist, dann sagen die Bauherren, ja, Neubaupreise pro Quadratmeter in der Herstellung liegen bei zwischen 7 und 8 Euro. Wenn ich dann vermiete, muss ich ja was verdienen. Dann liegen die Netto-Kaltmieten bei über 8 Euro bei Neubauten. Wenn ich eine 80 Quadratmeter Wohnung habe, dann bin ich bei 8 mal 8. 64. 640 kalt. Plus Nebenkosten 1.000 Euro. Bei 1.100 Euro Rente. Das geht nicht.
Das ist schwierig, genau. Und deswegen muss Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Tatsächlich ist es so, wenn Sie die Fragen von Neubaupreisen ansprechen, das liegt zum Teil sogar noch deutlich höher. Ein ganz wesentlicher Faktor ist natürlich die Frage des Baugrundes. Und deswegen haben wir als Union hier in Berlin auch immer gefordert, dass wir unsere Liegenschaftspolitik ändern. Das ist jetzt in den letzten 2-3 Jahren, seitdem die CDU hier in Berlin eine Regierungsverantwortung ist, auch erfolgt. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir öffentliche Liegenschaften, öffentliche Grundstücke nur noch an den veräußern, der uns den höchsten Preis zahlt, sondern wir fragen einen Investor, was willst du denn mit diesem Grundstück machen? Willst du dort bezahlbaren Wohnraum schaffen? Dann kommen wir dir beim Preis entgegen, sodass man auch tatsächlich etwas günstigere Mieten anbauen kann. Aber wenn er eben was anderes machen will, Gewerbe, Luxus, Immobilien, dann kann er eben auch einen höheren Preis dafür zahlen. Und ich finde, das ist, glaube ich, richtig, dass man als Politik sich dort die Frage stellt, was kann ich denn dazu beitragen, um Bauen und hinterher damit auch Wohnen günstiger zu gestalten? Und das haben wir hier in Berlin gemacht. Da gibt es noch viele Dinge, die man mehr machen könnte, wie ich finde. Also die ganzen Vorschriften des Bauordnungsrechts zum Beispiel, vielleicht mal ein wenig entschlacken, dass das etwas günstiger ist. Die Anforderungen an Neubau nicht zu hoch schrauben, weil wenn ich hohe Anforderungen habe, die ich erfüllen muss als Bauherr, kostet das einfach mehr Geld. Und da muss man sich fragen, was ist wirklich auch noch notwendig an Vorschriften und was ist nicht notwendig, was kann ich vielleicht weglassen. Mietpreisbegrenzung und das andere Paket, oder das gehört dazu, war Sanierung der Altbauten. Da darf die Miete auch erhöht werden. Genau, also wir haben jetzt im Rahmen der Mietpreisbremse ja verschiedene Ausnahmen vorgesehen, wo die Mietpreisbremse nicht gelten soll. Eben gerade mit Blick darauf, dass wir noch Investitionen in den Wohnungsbestand, auch in den Wohnungsneubau brauchen. Das ist einmal bei Neubauten, dort soll die Mietpreisbremse nicht gelten. Und sie soll auch da nicht gelten und wird auch dort nicht gelten, wo eine Wohnung wirklich umfassend modernisiert wird. Der Hintergrund ist der, dass wir ja nicht nur neue Wohnungen brauchen, sondern auch in den Bestand muss natürlich investiert werden. Der soll ja nicht verfallen, sondern der soll energetisch modernisiert werden, weil wir uns ehrgeizige Klimaschutzziele gesteckt haben. Er soll auch altersgerecht umgebaut werden, weil wir in einer Bevölkerung leben, die immer älter wird. Und deswegen sind einfach verschiedene Investitionen in den Wohnungsbestand notwendig. Man muss eben gucken, ob man dämmen kann, ob man eine andere Heizungsanlage anbauen kann, ob man Schwellen abbauen kann, Bäder umbauen kann, dass eben gerade auch ältere Menschen auch länger in ihren Wohnungen bleiben können. Das kostet Geld und das muss sich für einen Vermieter hinterher auch wirtschaftlich tragen. Und das haben wir jetzt gewährleistet. Das sind Sie aber in der Zwickmühle. Wenn ich in so einer Wohnung drin bin und wohne da schon 40 Jahre, bin Rentner, 75, und jetzt sagen Sie, ich will das jetzt alles modern und schick machen und Sie können hier wohnen bleiben. Aber die Mietpreisbegrenzung, die gilt nicht für Sie. Wenn ich fertig bin, zahlen Sie Miete X plus. Da sagt er, wissen Sie was, da kann ich mich ja gleich aus dem Fenster stürzen. Das geht irgendwie nicht auf. Genau das soll eben nicht passieren, sondern da muss man eben einen Ausgleich finden zwischen den Interessen derjenigen Mieter, die eben aktuell in einer Wohnung wohnen, die selbstverständlich dort wohnen bleiben wollen, aber die in der Regel ja auch ein Interesse daran haben, dass sie in einer guten Wohnung wohnen, die eben niedrige Lebenskosten haben. Ja, aber muss bezahlbar bleiben. Und es muss bezahlbar bleiben, genau. Und deswegen muss sich das unter dem Strich, muss man das eben abwägen, wie man das gestalten kann, dass eben auch soziale Härten vermieden werden. Dafür gibt das Mietrecht ja bestimmte Vorgaben vor. Es gibt ja die Möglichkeit, einen Härtefalleinwand geltend zu machen, wenn eine Wohnung zum Beispiel modernisiert wird und ich kann mir das hinterher nicht leisten, dann kann man eine wirtschaftliche Härte geltend machen. Das geht und wir haben dort ein sehr soziales Mietrecht, was ich persönlich richtig finde. Wir wollen ja durchmischte Kieze haben, wir wollen nicht, dass Menschen, gerade junge Familien, aus ihren Kiezen verdrängt werden, weil sich ihre Wohnung dort nicht mehr leisten können. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, das jetzt zu gewährleisten, diese beiden Aspekte miteinander zu verbinden. Sehe ich das richtig, dass in Ihren Bürgerversammlungen das manchmal doch hoch hergeht, wenn es um diese Frage geht? Das geht, das ist gerade bei diesen Fragen des Mietrechts, das ist ja existenziell für beide Seiten. Für diejenigen, die jetzt in einer Wohnung zur Miete leben, ja, die natürlich dort, das ist ihr Lebensmittelpunkt. Und das Gleiche gilt natürlich für Vermieter. Das sind ja nicht diese großen Wohnungsgesellschaften, die man immer gemeinhin meint, die gibt es auch. Aber die Wahrheit ist, dass über 60% der Wohnungen in unserem Land von kleinen Vermietern, die haben so 2-3 Wohnungen, ja, die das vielleicht zur Altersvorsorge sich mal angeschafft haben, dass die dort angeboten werden. Und für die hat das eben auch existenziellen Charakter. Und wenn Politik jetzt hingeht, dort die Rahmenbedingungen verschärft, kommen die manchmal eben auch in Probleme mit der Finanzierung. Und insofern hat man aus beiden Seiten viele Emotionen und das führt dann manchmal auch zu sehr angeregten Diskussionen. Also, wenn Sie eine Frage haben, gehen Sie mal in die, heißt das bei Ihnen auch Bürgerversammlung? Oder genau, mal, genau. Ne? Also, auch wenn Sie nicht in der CDU sind, fragen Sie den Abgeordneten Dr. Jan-Marco Lutschak aus Schöneberg-Tempelhof. So ist es.
Diesmal richtig gesagt und nicht wieder Schönefeld. Ja. Diese Woche Bundestag haben wir schon gesagt, das ist ein Thema, das ist ja beschlossen, aber wird Sie weiter beschäftigen. Dann haben Sie ein Thema, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass Sie sich damit beschäftigen, nämlich mit der Frage, wird Berlin zum größten Bordell Europas? Ja. In der Tat, nicht nur Berlin, sondern sogar Deutschland kann man das fragen. Da habe ich eine Veranstaltung zu, die ich bei mir im Wahlkreis mache. Da kommt Nadine Schön, das ist unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Wann ist das? Ist das öffentlich? Das ist öffentlich am Montagabend. Also heute Abend um 19 Uhr im Rathaus Schöneberg. Ja, das ist ja zu spät. Das ist, 20.15 Uhr werden wir erst, so, genau. Sind wir zu sehen. Das ist insofern schwierig, aber das ist in der Tat eine interessante Fragestelle. Wir haben Anfang 2000, oder nicht wir, Rot-Grün, muss man sagen, das Prostitutionsgesetz erlassen, wo man Prostitution aus dieser schmuddeligen Ecke ein bisschen hervorholen wollte, wo man es legalisiert hat. Das war gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Die Situation für Prostituierte, gerade auch hier in Berlin, ich habe bei mir die Kurfürstenstraße, den Kurfürstenkiez, einer der größten Problembereiche dort, wo wirklich die Frauen, die sich dort prostituieren, unter großen Schwierigkeiten das tun, wo gesundheitliche Probleme existieren, wo wir Zwangsprostitution haben, wo wir Menschenhandel haben. Also die Situation für Prostituierte hat sich wirklich dramatisch verschlechtert in den letzten Jahren. Oder wegen dieses Gesetzes? Gerade wegen dieses Gesetzes. Und deswegen überlegen wir gerade auf Bundesebene, wie können wir das verändern, wie können wir das verhindern, dass dort wirklich Frauen auch ausgebeutet werden, gegen ihren Willen zur Prostitution gezwungen werden. Und da versuchen wir jetzt einen neuen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Und was sonst noch diese Woche geschieht, das besprechen wir gleich nach der Pause. Jetzt müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Und Sie haben gemerkt, diese Sendung ist nicht live, sondern wir haben sie heute Morgen schon aufgezeichnet. Sonst hätten wir nicht. Also, aber Sie können dennoch nicht um 19 Uhr zur Versammlung gehen, denn Sie sehen uns jetzt erst und dann ist es schon 20.15 Uhr. Und später. Schade für dieses Thema. Aber bleiben Sie dran. Wir haben gleich nach der Pause noch mehrere spannende Themen, die diese Woche in der Sitzungswoche des Bundestags behandelt werden. Und mein Gast ist Dr. Jan-Marco Lutschak aus Schöneberg-Tempelhof. Ja. Bis gleich.